Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play The Raven Legacy of a Master Thief. Es ist lange her, dass ich irgendetwas rausgebracht habe. Und wie wir leider feststellen mussten, waren die letzten Folgen dieses Let's Plays etwas verkorkst, was die Technik anging, wie ich dann leider erst nach der Aufnahme feststellen konnte. Deswegen, vielleicht habt ihr die Stelle schon mal gesehen, das liegt daran, ich nehme das jetzt noch einmal auf. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, die Aufnahme noch einmal zu wiederholen und die Folgen, bei denen das zugetroffen hat, rauszukicken und nochmal neu reinzustellen. Das Problem war, ich hatte es eingangs damals erwähnt, ich habe nach langer Zeit endlich mal das Geld zusammengekriegt nach meiner Hochzeit, von dem Geld, das da wieder reingekommen ist als Geschenke, mir einen vernünftigen PC zu kaufen. Das Problem? Die Übertaktung im PC schien irgendwie Asynchronitäten mit dem Aufnahmeprogramm zu erzeugen. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich absolut nicht aus mit dieser Technik, deswegen ich bin nur Anwender. Jedenfalls sind dadurch in diversen Spielen, eigentlich in allen Spielen, keine Probleme beim Spielen selbst aufgekommen, sondern nur in der Aufnahme. Das hatten wir hier beim Spiel erlebt, in der Form, dass mein eingesprochener Kommentar vollkommen asynchron zum eigentlichen Spiel war. Und wir haben es erlebt bei... Ach nein, das habt ihr nicht erlebt, weil ich das gar nicht erst online gestellt habe. Ich habe auch Half-Life aufgenommen, das wunderbar flüssig lief, aber die Bilder waren lediglich Standbilder. Von daher, ja, musste ich jetzt nochmal ein bisschen dran was ändern, hatte ewig keine Zeit dazu, deswegen die ewig lange Pause. Und an der Stelle will ich es dann auch dabei belassen. Wir befinden uns hier immer noch im Abteil des Zuges, der ja hier im Tunnel verunglückt ist, wenn ich mich richtig entsinne. Es ist bestimmt schon 5-6 Monate her, dass ich das letzte Mal hier gestanden habe. Gut, ganz so lange nicht, aber als ich das damals bis zu der Stelle gespielt habe, das war 5-6 Monate her, glaube ich, so in der Drehe. Und wir müssen irgendwie Licht machen, um draußen den Waggon abkoppeln zu können. Das Problem war, wir haben es einfach nicht hingekriegt und ich habe nichts gefunden, womit ich noch hätte interagieren können. Aber ich habe damals noch sehr lange herumprobiert und geschaut, was ich machen muss. Und es ist eigentlich ganz simpel, wenn man nur drauf kommt. Und da kommt keine Sau drauf, ganz ehrlich, da kommt keine Sau drauf. Das ist ein ganz schöner Luftzug. Der Sauerstoff wird zum Feuer gesogen. Ja, wissen wir. Das Problem ist eben, dass wir hier eine brennstabile Fackel brauchen, um hinten an der Kopplung Licht zu machen. Weshalb niemand auf die Idee kommen würde, schon irgendetwas mit dieser Kopplung zu machen. Ich fühle kaltes Metall und ein Gewinde. Und jede Menge Schmierfett. Wie wir hier sehen. Aber ohne Licht komme ich hier nicht weiter. Der Trick bei der ganzen Sache ist, wir müssen noch einen Brennstoff an den Vorhang bringen und das ist das Schmierfett. In Ordnung, ich schmiere etwas vom Schmierfett in den Vorhang. Ja, und das ist alles. Das ist die gesamte verdammte Lösung, an der ich das letzte Mal ewig lang gehangen habe. So, und jetzt nehmen wir uns mal diese Fackel vor. Und danach wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Kinder, so muss das sein. Okay, jetzt habe ich gerade das Problem, es ist wirklich schon so lange her, dass ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern kann, wie genau das ablief. Aber ich nehme an, einfach die beiden zusammenmogeln hier und dann in die Feuerschale halten. Kann nicht ganz falsch sein. So. Das und das ergibt Fackel, hoffe ich. Yes, Sir! Yes, Sir! Ich bin der Herr des Feuers. Ja, Prometheus, lass uns gehen. Okay, haben wir es endlich geschafft, hier Feuer zu machen. Wir könnten uns jetzt noch ein bisschen im Zug umschauen. Muss aber nicht sein. Denn ich will so schnell wie möglich aus der Dunkelheit raus, damit ich endlich präsentieren kann, dass ich eine vernünftige Auflösung habe. Das ist schon besser. Und eine vernünftige Grafik, so gut wie es in dem Spiel eben geht. So, könnte man hier vielleicht schon so ein bisschen sehen. Wir werden es auf jeden Fall sehen, wenn wir mal irgendwelche Errungenschaften haben, weil die ja ein ganzes Stück kleiner jetzt sind, die Fenster, die sich dann auftun. So, und dann wollen wir uns mal um die Kupplung kümmern. Oh, Quatsch, das wollte ich gar nicht. Es kommt davon, wenn man die ganze Zeit rumquatscht hier und sich nicht aufs Spiel konzentriert. So, mein Freund, jetzt aber, betrachte den... Nee, ich will ihn nicht betrachten, ich will ihn hier, genau. Erstaunlich primitiver Mechanismus. Vermutlich hat er sich bewährt. Okay, kopple den Transportwagen ab. Los geht's. Da bewegt sich nichts. Die
Kopplung steht unter Spannung. Oh, okay. Dann müssen wir zunächst den Hebel. Den Hebel, Hebel auf einer Manschette, die auf einem Gewinde entlang läuft. Dreh den Hebel. Aha, mit diesem Hebel kann ich die Koppel lösen. So, und jetzt können wir den ganzen Spaß auch unternehmen. Ne? An sich ganz simpel. Na, alles kein Problem. Dann nichts wie weg hier. Hören Sie bitte! Hören Sie! Robert, wie sieht's aus? Ich habe den Lokführer nicht finden können. Da bin ich selber auf die Lok und habe die Bremsen gelöst. In Ordnung. Gute Arbeit. Sie auch. Hören Sie bitte! Matty! Wo ist Matt? Wo ist mein Sohn? Ganz ruhig, Mama. Ich bin sicher... Da! Oh-oh! Nur einer reagiert schnell genug und ist besonnen genug, um den kleinen Matty zu retten. Unser Held, Anton Ziegler. Ist er so? Ich glaube. Doch was ist da passiert? Ist er gegen den Felsen gekracht? Man hat es so schlecht gesehen, muss ich sagen. Auf jeden Fall sind wir wieder im Zug. Und er rollt. Matt, wo bist du? Anscheinend scheint es ja ganz gut zu gehen. So, sind wir wieder an der alten Position. Jetzt sehen wir endlich auch was und können nochmal hinter die Theke schauen, vielleicht, um den kleinen Matt zu finden. Wobei wir wüssten, dass er hier wäre. Matt, bist du da? Normalerweise, weil wir ja hier sowieso schon gesucht haben. So, noch ein Schnäpschen für zwischendurch. Gut, wir wollen uns jetzt nicht hier mit Trödeleien aufhalten. Das haben wir schon in anderen Folgen lang genug gemacht. Wir gucken noch einfach mal hier, da wo Matt auch ist. Hey, da bist du ja. Was hast du dir nun dabei gedacht? Tja, na komm erstmal raus da. Ist der weg? Wer ist weg? Der Mann. So, welcher Mann ist die Frage? Was für ein Mann? Da war ein Mann. Er hat gehustet. Einer von den Passagieren? Ich glaube, er kam vom Dach. Warum bist du eigentlich hier im Zug? Warum hast du nicht mit den anderen im Tunnel gewartet? Ich wollte doch meine Pistole haben. Deine... Wenn hier doch lauter Polizisten und Diebe und Explosionen und alles sind, dann brauche ich doch eine Pistole. Ist klar. Also schön. Ich bremse erstmal den Zug ab und dann unterhalten wir uns weiter, okay? Willst du rauskommen? Gute Idee. Du hältst hier die Stellung. Gut, weiter geht's. Wir müssen den Zug abkoppeln. Was haben wir denn eigentlich entgegen? Ja, wir haben nichts an Gegenständen. Wir haben offenbar alles verloren bei dem Zusammenprall mit dem Felsen da gerade. Keine Ahnung. Außer unserem Portemonnaie. Selbst die Herzpillen sind weg, stelle ich gerade so fest. Gut, kommen wir hier irgendwie rein? Geht nicht. Ich vermute, das Gepäck der Baronin ist umgestürzt und blockiert die Tür. Okay. Hier kommen wir rein, okay. Die Frage ist, gibt es hier irgendwas, das uns nützlich sein kann? Halt, der Eckschrank. Es sieht auf jeden Fall etwas unaufgeräumt aus, aber das wird wahrscheinlich einfach durch den abrupten Stopp zustande gekommen sein. So aussichtslos ist meine Situation dann auch wieder nicht. Man kann es ja mal probieren. Gut, hier scheint es erstmal nichts zu geben, aber ich denke, es wird einen Grund haben, dass wir hier noch reinkommen. Denn man hätte ja hier auch irgendwas davor stürzen lassen können. Wir gehen aber erstmal in diese Richtung. Und schauen mal, was es hier gibt. Ob wir hier einfach reingehen können, um das Ding abzukoppeln. Keine Ahnung. Oh. Ich weiß nicht, ob ich die Tür unbedingt öffnen würde, wenn ich mir hier oben den Rauch so anschaue.
Tür zum Tender. Dahinter wird es zwar ungemütlich sein, aber ich glaube nicht, dass sich die Flammen direkt hinter der Tür befinden. Ich vermute, dass es im Windschatten des Tenders einen relativ ruhigen Bereich gibt, in dem man sich für kurze Zeit aufhalten kann. Da hoffen wir mal, dass dem so ist. Ich sollte den Zug so schnell wie möglich abbremsen. Gegen das Kohlefeuer kann ich sowieso nichts ausrichten. Also brauchen wir jetzt irgendwas, um die Tür zu öffnen, oder was willst du mir damit sagen? Es ging doch eigentlich gerade darum, die Tür zu öffnen, oder? So, haben wir denn hier Notbremse? Probieren wir es mal damit? Wie wäre das vielleicht? Oh, ich sehe doch schon hier. Das sieht doch schon viel schöner aus. Mist, damit hat sich unsere Lage gerade extrem verkompliziert. Wie kann ich den Zug zum Stehen bringen? Kannst du die nehmen? Yeah! Eine Axt für Notfälle. Wenn das hier kein Notfall ist, dann weiß ich auch nicht. Na dann, auf! Wir brechen die Tür auf. Wenn die Notbremsen nicht funktionieren, muss ich zu anderen Mitteln greifen. Also los. Au! Heiß! Du hast die Axt dabei? Benutze die Axt mit der Tür. Dann jawohl, mit Gewalt. Okay. Au. Problem würde ich sagen. Willst du wirklich da raus? Die Axt fungiert als Keil und hält die Tür verschlossen. Der Rauch ist nicht nur giftig. In ihm fliegen auch Kohlepartikel und Funken herum. Wenn ich davon etwas in die Augen bekomme oder einatme, bin ich außer Gefecht gesetzt. Okay, wir müssen also irgendwas finden, um zu verhindern, dass er das Zeug einatmet. Ich denke, jetzt wird das Zimmer hier drüben irgendeine Rolle spielen. Denn hier draußen haben wir ja nichts. Eigentlich. Gehen wir nochmal da rein. Ins Abteil. Wir haben ein Waschbecken. Können wir irgendeinen... Ja, das Wasser brauchen wir noch nicht anstellen. Wir brauchen erstmal irgendein Tuch. Geh mal zur Seite, ich sehe ja gar nichts hier. Hier. Worauf hast du dich da nur eingelassen? Hättest du es nicht einfach gut sein lassen können? Aber nein, natürlich nicht. Und jetzt bist du hier. In einem außer Kontrolle geratenen Zug in den Alpen. Verantwortlich für ein Kind, das ohne dich verloren wäre. Worauf wartest du? Rette den Tag. Ja, rette den Tag. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ob hier noch irgendwas mit rumliegt, aber ich habe ehrlich gesagt nichts gesehen gerade. Handtuch, sehr gut. Ein großes, weiches Handtuch, sehr handlich. Genau sowas habe ich doch gesucht. Ich lege es mir um den Hals, dann habe ich weiterhin beide Hände. Genau, und wir werden jetzt das Handtuch vielleicht mal etwas wässern und dann können wir uns das vors Gesicht halten. Es saugt sich mit kaltem Wasser voll. So. Und dann wollen wir mal schauen, ob das vielleicht schon reichen könnte. Ich finde auch den Schlatz an seiner Uniform hinten interessant. Ich weiß gar nicht, was er da gemacht hat. So, auf jeden Fall... Nein, das will ich doch gar nicht. Auf jeden Fall sieht man ihm an, dass er etwas gemacht hat am heutigen Tage. Das ist doch schon mal was. Ich denke, er wird am Abend auch wissen, wofür er aufgestanden ist. Oder was er den ganzen Tag über gemacht hat. Oh, haha. Können wir das mitnehmen? Mein Buch. Es muss bei der Explosion vom Tisch gefallen sein. Ja, ich stecke es ein. Das ist wichtig. Wir haben gerade eh nichts Besseres zu tun hier. Wir sind mittlerweile wahrscheinlich auch schon 5 Kilometer weg vom eigentlichen... So, funktioniert das so? Weißt du, was ich will von dir? Ja. Das funktioniert, das ist schön. Okay, wir sind draußen, wir können zurückrobben, die Axt benutzen, die Kupplung betrachten. Da ist die Kupplung. Sie sieht genauso aus wie die vom Transportwaggon. Das heißt, ich muss als erstes dieses Ding da drehen, das alles auf Spannung hält. Aha. Funktioniert das so, ja? Geht nicht!
Selbst wenn ich den Hebel mit der Hand erreichen würde, ich könnte nicht genug Kraft aufbringen, um ihn zu drehen. Haben wir noch irgendwo? Wir haben nichts mehr einstecken, aber wir können die Axt benutzen. Probieren wir das mal. Ich weiß zwar nicht, warum das jetzt besser funktioniert, aber gut. Ich finde auch etwas merkwürdig. Ja. Das muss reichen. Ich finde auch etwas merkwürdig. Der Tenderwagen zieht, der Tender, der zieht jetzt diesen einen Waggon noch. Aber, was soll das denn? Aber nur dadurch, dass wir hier den Hebel umgelegt haben, ist hier keine Spannung mehr drauf. Wodurch wird das Ganze gehalten? Das frage ich mich jetzt gerade. Na gut, egal. Wir legen einfach mal hier um. Betrachten erstmal. Die Kopplung löst sich nicht von alleine, weil sie unter zu starker Spannung steht. Gut, aber wie können wir jetzt, können wir die Axt normal benutzen? Natürlich. Schlagen wir einfach mal drauf, das hilft im Zweifelsfall immer. Jawohl, das gab Punkte! Das sollte gereicht haben. Boah, das ist nicht einfach nur Qualm. Man schmeckt richtig die Ascheklumpen heraus. Wir sollten... Zeit für die Geschichte. Natürlich. Wir sollten...